Leute und herzlich willkommen in mein erstes Video für euch. Mein Name ist Firas El-Shatir. Ich wohne hier in Berlin seit 2,5 Jahren und ich komme aus Syrien. Firas El-Shatir als humorvoller Integrationshelfer. Der Flüchtling aus Syrien stellt in der Web-Videoserie Zucker die Deutschen aus seinem Blickwinkel vor. Ist einfach für alle Leute, die in Deutschland sind. Egal, ob die Deutsche, Flüchtlinge, Ausländer, alle, die interessieren sich dafür, dann können unsere Videos gucken und lachen. Für das Video hat der 24-Jährige ein Experiment gemacht. Mit verbundenen Augen stellte er sich auf den Berliner Alexanderplatz. Neben ihm ein Schild: Ich bin Flüchtling. Vertraust du mir? Dann hat er auf Umarmungen gewartet. Und gewartet. Man braucht gefühlt, dass die Deutsche etwas mit dem Flüchtlinge zu tun haben wollen und dass die einfach ihm vertrauen wollen. Und wenn jemand kommt, ja, das ist auch, das ist gutes Gefühl, denn so, dass jemand ist, hat mich auch vertraut. Firas El-Shatir lebt seit 2013 in Berlin. In Syrien organisierte der Filmemacher Demonstrationen gegen Präsident Assad, wurde dafür nach eigenen Angaben eingesperrt und gefoltert. Auch nach seiner Freilassung dokumentierte er das Geschehen im Land mit der Kamera. Über ein Filmprojekt kam er nach Deutschland und beantragte Asyl. Wie viele hatte er Anlaufschwierigkeiten? Erster Tag, als ich hierher gekommen bin, war eigentlich Karneval die Kultur. Und da war für mich Überraschung. Oh mein Gott, was ist das Karneval? Ich habe doch nie mal sowas in meinem Leben gesehen. Leute betrunken überall, ziemlich nackt und sowas. Und das war für mich neu. Habe ich Zeit gedauert, bis ich das akzeptiere, wo ich bin. Mittlerweile fühlt er sich in Deutschland wohl. Und seine lockere Herangehensweise an das Thema Integration kommt an. In den sozialen Netzwerken soll sein Video schon mehr als 2 Millionen Mal aufgerufen worden sein. Und das, obwohl Firas El-Shatir es zuerst nur auf seine private Facebook-Seite gestellt hatte. Mit seinem Team will er an den Erfolg anknüpfen und weitere Zucker-Folgen produzieren. Auf jeden Fall, wir versuchen mehr Leute zum Lachen bringen und mehr das Leben in Deutschland auf unserer so Perspektive so zu zeigen, was machen wir und wie ich Deutschland in meinen Augen sehe. Ich habe gelernt, die Deutschen brauchen längere Zeit, aber dann, sie sind nicht zu stoppen. Darum glaube ich, die Integration wird klappen. Irgendwann. Bye bye.